riesig in den Industrien halt, dann kann kein Neuer mehr dazukommen und irgendwie mit seinen 10, 20 Quadratmetern mithalten mit dem Preis. Dann hat der andere einfach Knete. Und dann hat man im Prinzip genau die Auswüchse, dass Produkte erfunden werden, die vielleicht die Welt wirklich nicht braucht. Also mir ist schon durchaus klar, dass man Cannabis als Medizin in einem Donut einnehmen kann. Mir ist auch bewusst, dass es lecker ist als solches. Aber, das wissen wir aus Holland, die haben ja Kekse und Kuchen, die haben wir noch als harte Droge auf dem Index. Naja, offiziell ist Haschkuchen und so, Pralinen sind eigentlich verboten. Also ist offiziell harte Droge in Holland. Offiziell. Ob das dann überall in jedem Coffeeshop durchgesetzt wird, ist eine vollkommen andere Frage. Aber, ja, offiziell sind essbare Produkte harte Drogen, weil dann gesagt wird, dass es manchmal sehr schwer zu kontrollieren, wie viel man aufnimmt und viel wahrscheinlicher, dass man einen Horrortrip abgibt. Und ich habe tatsächlich schon mal einen Kumpel gehabt, der hat so einen Kuchen in gewisser Weise gegessen, weil er gedacht hat, im Coffeeshop gibt es auch normalen Kuchen. Der war zwei Tage auf dem Trip. Also ich habe selber nicht geglaubt, aber er war zwei Tage auf dem Trip. Also es gibt auch negative Wirkungen vom Cannabiskonsum. Vor allem dann, wenn man es vorher nicht weiß, das ist überraschend, wenn dann so... Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Eine Kollegin Holländerin und hat auch Kekse gebacken. Die haben wunderbar geschmeckt. Da gibt es auch Kekse. Genau, weil danach so machen. Ja. Also, in Colorado werden gerade die Additives nachgeregelt. Oder wurden nachgeregelt. Also über alle Produkte, zu denen man Cannabis dazusetzen kann. Und da gibt es jetzt halt Höchstmengen, weil natürlich hat er mal, also das ist auch eine normale Reaktion, sage ich mal, dass einmal, dass der Gesetzgeber regelt, dass es halt nicht so weitergeht und dass du dir halt nicht irgendwie halt einen Donut reinschiebst und dann hast du 30 Gramm reines THC gegessen oder so. Technisch ist es möglich. Also es ist... Ja genau, wer will das? Aber dann muss man sozusagen auch die schützen, die das halt nicht wissen, also aus Verantwortungsgründen. Ja, also wenn es jemand wirklich will, wenn es jemand wirklich darauf anlegt, dann wissen wir doch, macht das Sinn. Ja, dann gibt es sicher die in Anführungsstrichen Überdosis, weil das habe ich, also ich habe bisher noch keine Kundenbeleid, dass ich absichtlich die Überdosis verabreichen konnte. Weil irgendwann ist das Geld ausgegangen. Ja, genau. Also eingeschlafen, okay. Gut, ich eile weiter. Apothekenmodell.de, das war mal in der Diskussion in Schleswig-Holstein vor 13, 15 Jahren, ist daran gescheitert, dass zwischendrin die Koalition, glaube ich, durchgebrochen ist. Aber es gab ein sehr interessantes Schreiben seitens der BfArM, die ja alle solche Sachen genehmigen muss. Die BfArM hat mich damals zurückgeschrieben, vor allem, dass es scheitert daran, dass die Sicherheitsstandards nicht erfüllt werden, und hat damals relativ exakt gesagt, wie das angebaut werden muss und was für einen geschützten Raum. Was sie nicht gesagt hat, war, dass sie dem Land Schleswig-Holstein abgesprochen hätte, dass es das Land Schleswig-Holstein prinzipiell nicht machen dürfte. Sehr interessante Sache. In dem Kontext waren die Apotheken gefordert. Die Apotheken haben aber damals übrigens gesagt, nee, wollen wir nicht. Weil mit dem anderen verdienen wir viel besser, was wir verkaufen. Und das passt bei uns nicht ins Sortiment. Und vor allem auch deswegen, bei uns kommen kranke Leute, wenn wir jetzt immer am Freitagnachmittag da eine Schlange von den anderen dastehen haben, Dann denken vielleicht sozusagen unsere normale Zielgruppe ein bisschen anders über unseren Laden. Ja. Das war damals Schleswig-Holstein und die waren ganz schön weit. Weißt du das noch? 1996 oder sowas? 94? Also schon lange Zeit her. Da ging es damals dann. Apothekenmodell Kalifornien stelle ich auch immer ein bisschen vor, dass man das natürlich auch so regeln kann. In Kalifornien gibt es kein Gras und es ist absolut illegal und asozial, danach zu fragen, weil alle haben ein Rezept und sind krank. Genauso schaut es aus. Das Rezept kostet 40 Dollar.
hinter dem Tresen in diesen in dieser Arztpraxis, in dieser sogenannten Arztpraxis, steht ein Typ, der ein Formular hat und es mit einem ausfüllt und also das weiße Kittel hat er im Baumarkt gekauft. Wirklich, also der war stoner als ich. Er durfte mir aber kein Rezept geben, weil es bekommen nur Leute, die in Kalifornien wohnen. Oder zumindest eine Sozialversicherungsnummer dort haben. Also Ausweise gibt es ja dort nicht, aber so eine Sozialversicherungsnummer brauchst du. Entweder Führerschein oder Meldeadresse oder Sozialversicherungsausweis, dann gibt es das Rezept für 40 Dollar. Sobald man für 40 Dollar das Rezept bezahlt hat, schnappt man sich eine Werbesonderkostenlos Zeitungs-Annoncen-Magazin-Geschichte. Und da gibt es mehrere Seiten von Dispensaries, die ihn bitten, doch bei Ihnen den ersten Einkauf zu tätigen. Und im Prinzip schaut jede Anzeige gleich aus. Es gibt nämlich Gras im Wert von 50 Dollar, wenn man den ersten Einkauf bei Ihnen macht. Im Prinzip alle genau dasselbe Angebot. Es ist unglaublich, was sich da für ein absurder Markt gebildet hat. Und obwohl das Apotheken offiziell heißt, hat es wirklich nichts mit Kranksein zu tun, ist total absurd und am allerwenigsten hilft es wirklich Kranken. Weil stellt euch mal eine Studie vor. Ja, 1000 kalifornische Kranke machen eine Studie mit. Von denen sind 99% halt Rezeptinhaber, haben noch nie was gehabt. Dann bekommen sie gutes Gras zum Rauchen. Dann wird gefragt, sind die Kopfschmerzen weg? Sagen 99% ja. Der Einzige, der mit da drin krank war in dieser Gruppe, hat keine Chance, irgendeinen statistischen Wert zu hinterlassen. Also, das ist Blockade im Prinzip für Forschung, wenn man es tatsächlich so nennt, aber eigentlich was vollkommen anders dahinter steckt. Typisch amerikanisch, also beide Modelle, das eine hyperkapitalistisch, das andere super, also, wie nennt man das, der Fachausdruck, Bigott. Ist das Bigott? Nee, das ist wie, also auf jeden Fall wie ich da Leute gefragt habe, die vor mir offensichtlich Gas geraucht haben, ob ich auch was haben könnte, die habe ich echt für Kriminellen gehalten, wo ich gleich die Polizei rufen. Ja. Hier konsumieren nur Kranke. Lasst mich krank sein. Gut, und dann komme ich zu den Cannabis Social Clubs nach dem spanischen Modell. Cannabis Social Clubs gibt es immer mehr Länder. Also die gibt es auch in Belgien, nicht sehr viele. Ich habe noch nicht mit dem Jaap gesprochen von Encode und wir haben mal durchgezählt. Es gibt welche und die sind in einem hängenden Zustand in Belgien. Viel, viel, viel mehr von den Cannabis Social Clubs gibt es in Spanien. Ich würde die Zahl zurzeit schätzen auf ca. 4.000, vielleicht auch 5.000. Was ist ein Cannabis Social Club? Ein Cannabis Social Club ist ein eingetragener, demokratischer und transparenter Verein mit dem Vereinszweck, gemeinsam Hanf anzubauen, um gewinnfrei Cannabis miteinander zu teilen. Deshalb ist ab und zu kommt so eine deutsche Übersetzung, die nennt sich Hanfanbauverein. Da fehlt aber dann das Cannabis miteinander teilen. Die wenigsten, gar keiner dieser Cannabis Social Clubs in Spanien baut Hanf an, um danach damit T-Shirts zu machen. Oder wenn überhaupt, dann als Seitenprodukt. Ja. Die meisten sind schon an dem THC-Cannabis oder an den Cannabinoiden als solches interessiert. Wie funktioniert ein Cannabis Social Club? Analog der Arbeit anderer Vereine organisiert sich der Cannabis Social Club in einer ehrenamtlichen gewählten Struktur, Vorstand, Kassenprüfung, die, falls notwendig, Arbeitnehmer zur Erfüllung einzelner Aufgaben einstellen. Steuer, Sozialversicherung, Buchhaltung. Das muss da stehen, das ist ganz, ganz wichtig, das versuche ich sozusagen Politikern gleich zu erklären. Das kennt ihr nämlich schon, das kennen die aus jedem Verein, jeder Verein funktioniert genauso. Das ist das bekannte Element. Da ist nichts Neues in der Struktur als solches. Der Vereinszweck ist in dem Fall halt, wir bauen zusammen Gras an und das ohne Gewinnbeziehungsabsicht. Und es gibt eben eine gewählte ehrenamtliche Struktur.